Hallo und herzlich willkommen Mitreisende durch das Universum und natürlich auch herzlich willkommen zurück zu Mondo Chrome. Ja, zuletzt hatte ich ja irgendwie den Ton vergessen oder was auch immer da passiert ist. Auf jeden Fall hat die Tonspur irgendwie gefehlt, aber angeblich laut Camtasia war es eingestellt. Ich habe keine Ahnung, was da ehrlich gesagt passiert ist. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall lange Rede und gar keinen Sinn. Und ja, der Husten, der ist bei mir geblieben. Angeblich, zumindest laut meinem Arzt, ist alles okay. Aber ich habe keine Ahnung. Irgendwie hält sich bei mir der Husten immer ziemlich hartnäckig. Wer weiß warum. Ich hoffe, ich klinge auch nicht zu niedergeschlagen. Das wird sich, denke ich, mit dem Part irgendwie regeln. Immerhin ist die Kirmes vorbei. Man sieht noch so ein bisschen die Nachwirkungen. Aber ich habe draußen bei uns schon Ordnung gemacht. Von daher sollte das einigermaßen passen. Wir begeben uns einfach mal in die gute Stube. Und ich habe keine Ahnung. Blind Jumps, das machen wir nicht. Generell, was? Ich muss gucken, bevor ich hier überhaupt irgendwas tue. Ansonsten mache ich nämlich irgendeinen Blödsinn. So wie diesen Blödsinn. Okay, ich habe keine Ahnung. Hab ja schon mal gesagt, dass ich nicht allzu gesund bin und ich bin ein wenig geistig überfordert, aber alles okay. Ich habe eine Keycard. Wunderbar. Mit Gewalt kommt man hier raus. Okay, was ist denn da drüben? Da drüben komme ich nicht mehr zurück. Aha. Ich habe keine Ahnung, wie ich dahin zurückkomme. Muss ich dahin? Ich habe keine Ahnung. Nee, doch, ich muss doch irgendwie dahin, weil ich komme hier so nicht runter, oder? Also muss es doch hier einen Weg geben. Warte. Okay. I am very confused right now. Aha. Ich glaube, ja, okay. Ich muss da drauf so landen. Sehr verwirrend. Sehr verwirrend. Kann ich so dazwischen springen? Jetzt hänge ich ja hier schon wieder fest. Ah, Bäume. Dieses Level. Warum macht man sowas? Das ist doch geistiger Mumpitz. Ja, warum kann ich da? Ach so, ich muss hier. Verwirrend, absolut verwirrend. Das ist zu viel für mich gerade. Dafür muss ich meinen Kopf zu sehr beanspruchen. Ich kann doch hier bestimmt, bevor ich runterfalle, da hochspringen, oder? Okay, Punkte. Genau das, was man möchte. Warte ganz kurz. Komme ich da überhaupt so zurück? Ich glaube nämlich nicht. Also muss ich hier irgendwie runter? Ich hätte, glaube ich, mal vorher gucken sollen.
Ja, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, ist es nicht besser, den Sound generell auszuschalten, weil dieses Geräusch ist ziemlich nervig. Hallo? Wir gucken einfach mal gerade. Springen mal. Gott, ich schwöre, der Husten war vor der Aufnahme noch nicht so schlimm, ansonsten hätte ich die Aufnahme nicht gestartet. Ich sehe keinen Weg, der durchführt. Aber es muss doch einen Weg geben, oder? Hier kann ich nicht durch. Aber hier geht auch kein Weg durch. Ist das so ein Trollmist? Ist das so ein kleiner Drollmist? Weil ich sehe hier keine andere Möglichkeit, hier jemals durchzukommen. Ich glaube, man soll auch nicht. Oder so. Kann man von da unten überhaupt hier hochkommen? Geht das? Ich habe keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Außerdem, was würde es bringen, von da unten zu kommen? Weil ich komme doch hier nicht durch. Und willkommen bei Mondo Chrome. Ja, wie mache ich einen traurigen Smiley mit der englischen Tastatur? Ich möchte einen traurigen Smiley machen. Das reicht mir. Naja, ne, Moment. Okay, man merkt, ich habe keine Ahnung von der englischen Tastatur. Traurig genug. Wenn mit 1500 Punkten traurig. Eieieiei, das gibt's aber nicht. Klingt ungesund, ist ungesund, aber derzeit passiert bei mir zu viele Dinge, um gesund zu werden, schätze ich. Also macht euch keine Gedanken über mich. Ich werde schon irgendwie es schaffen. Auf jeden Fall, der rechte Weg ist der versprochene Kuchen. Wie man ihn kennt, aus Portal. Der Kuchen ist eine Lüge. Tatsächlich mache ich das teilweise einfach nur auf gut Glück, weil es mich absolut nervt. Ich meine, die Idee, prinzipiell, die Idee ist nett. Aber die Umsetzung ist absoluter Käse. Das letzte Mal bin ich jedoch wunderbar durchgekommen. Das letzte Mal bin ich einfach so wie ein Berserker durchgesprungen. Gibt's doch nicht, dass ich beim letzten Mal bin ich einfach so durchgekommen und jetzt funktioniert das offensichtlich nicht mehr. Weiß ich, überlege gerade gar nicht. Ich springe einfach durch und es funktioniert. Ganz ernsthaft, Hand aufs Herz, würdet ihr da durchkocken, genau. Durchkocken. Durchkommen ohne. Also wirklich mitgucken. Also, dass ihr euch sagt, ja, ich kann das einwandfrei beim Spielen sehen, ohne da 2 Sekunden oder 3 Sekunden sitzen zu müssen. Heilige Mutterbrötchen. Gottesbrötchen. Ja, ich rede immer Blödsinn, wenn ich gerade keine Ahnung habe, was ich machen soll. Muss ich da ganz nach unten? Ich habe absolut keine Ahnung. Kann ich da so schräg hochspringen? Heilige Mutter Gottes. Ja, selbst die Heilige Mutter kann mir jetzt nicht mehr helfen.
Okay, ich schätze mal, man soll einfach runter. Das ist jetzt einfach so eine Vermutung von mir. Da kann man nicht durchfallen. Wunderbärchen. Heilige Mutter Gottes. Ich habe aber auch gerade übelst ein Kratzen im Hals. Ich muss auf jeden Fall gleich nochmal Medizin nehmen. Dabei habe ich erst Medizin genommen. Das ist kurios. Ich möchte jetzt ehrlich gesagt nicht sterben dabei, mir Punkte zu gönnen. Weil ich habe keine Lust, diesen Anfang nochmal zu machen. Auch weil ich keine Ahnung habe, ehrlich gesagt, wie ich das gemacht habe. Dafür bin ich geistig nicht fit genug. Bin ich hier richtig? Muss ich hier hin? Da falle ich durch. Da falle ich nicht durch. Die Keycard muss ich doch so holen. Ja, natürlich. Ich wäre fast in den Tod gefallen. Das ist überhaupt nicht lustig. Warum lache ich? Naja, ein richtiges Lachen war es ja auch wieder nicht, aber... Okay, da kann ich gar nicht durchfallen. Da kann ich aber durchfallen. Ich hab ehrlich gesagt Angst. Ganz ehrlich, Leute, ich habe einfach Angst. Ich weiß nicht, warum ich hier richtig bin. Na komm, wir machen das jetzt einfach trotzdem. Wie soll ich da rüberspringen, ohne runterzufallen oder da hochzuspringen? Ich lasse es einfach. Hier kann ich nirgendwo runterfallen. Wunderbar. Hier kann ich auch nirgendwo hochspringen. Also noch besser. Lass ich einfach mal die Punkte oben Punkte sein und gucke, dass ich diese Sprünge schaffe. Okay. Machen wir das einfach so wie eben. Ich glaube, ich muss aber schon da hoch. Weil ab hier geht es nicht weiter. Das habe ich offenbar einfach bei den letzten Malen unbewusst einfach richtig gemacht. Ah, dieses krüppelige Kacklevel. Dieses krüppelige Kacklevel. Ich habe schon wieder vergessen, wie ich da durchgekommen bin. Okay, da kann ich so hoch springen. Wunderbar. Gar nicht so schwer. Ich habe halt einfach nur keine Ahnung, was ich hier tue. Aber dafür habe ich das dauerhaft, die keine Ahnung. Ein wunderbares Level, auf jeden Fall. Weißt du, es gibt halt einen Unterschied zwischen pfiffig, ja, also in Form von, hey, das ist eine ganz schön clevere Idee, und zwischen, das ist eine nervige Umsetzung. Und das ist leider Gottes eine nervige Umsetzung. Ah, da fehlt mir immer so ein Fragment eines Pixels. Ach komm, gehen wir diesmal direkt runter. Wunderbärchen. Wir gucken diesmal, was hier so ist, ne? Ich glaube absolut gar nicht. Die sind einfach nur Punkte. Hier falle ich nirgendwo durch, oder? Ach so. So pleinlich wäre dieser Jump gar nicht gewesen. Ja, man kommt hier doch trotzdem nicht wieder hoch. Das ist doch absoluter Käse. I am verwirrt. Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Das habe ich tatsächlich gerade gut gemacht. Jetzt möchte ich gar nicht mehr sterben. Also das wäre schön, wenn ich nicht sterben würde. Ob sich mein Wunsch erfüllt? Da hatte ich gerade mehr Glück als Verstand. Ich habe es wirklich nicht gesehen. Ich habe es wirklich nicht gesehen. Kann ich da so...
Eieieiei. Deine Mutter. Ach du Heiliger, ich kann ja da hier oben gegenspringen. Ist mir jetzt aufgefallen. Okay, Fortschritt würde ich mal sagen, meine Freunde. Fortschritt. Was ist da unten? Mal abgesehen von den üblichen Dingen wie Tod, Verderben und noch mehr Tod. Wie weit geht's denn da runter? Wie viele Keys habe ich? Ein. Ach ja, weil ich den Key da noch gar nicht geholt habe. Den sollte ich vielleicht erstmal holen, ne? Wir gucken mal. Was ist denn da oben? Machen wir das intelligent. Oder ich versuche es intelligent zu machen. Ich brauche erstmal den Key, bevor ich überhaupt irgendetwas anderes tue. Ich kann mich nur entschuldigen dafür. Das ist, das war nicht so gedacht, um echt zu sein. Vor der Aufnahme war auch alles okay. Jetzt kann ich diesen Mumpitz hier natürlich nochmal machen. Ich glaube, sich dann hier runterfallen zu lassen, ist gar nicht so verkehrt. Ah, Bäume. Ich werde niemals Level abgehen, würde jetzt ein Freund von mir sagen. Und ja, ich muss dem zustimmen. Ich werde wahrscheinlich niemals Level abgehen, weil ich denselben, ein und denselben Blödsinn immer... Wieso falle ich da überhaupt... Der stimmt. Ich falle darunter, weil es absolut logisch ist, dass ich darunter falle. Ne, Moment, war es nicht. Hä? Jacke wie Hose. Wunderbare Stelle. Absolut wunderbar. Aber zwischenzeitlich habe ich es auch verstanden, was ich hier machen muss. Ah, der Mann von Shikari-Netzwerk ist dann doch ein bisschen lernfähig. Man muss halt nur mit ihm reden. Ja, Spielrede mit mir. Heilige Mutter Gottes. Dankeschön. Danke, wunderbar. Und das Allerprächtigste ist, ich kann den ganzen Mumpitz wieder von vorne machen. Eigentlich sollte ich auf die Punkte ein bisschen pfeifen. Weil, to be honest, ich glaube, ich schaffe das auch nicht nochmal. Wie habe ich das eben? Ich habe keine Ahnung. Manchmal tue ich Dinge und die funktionieren. Und so im Nachhinein frage ich mich, hey, wie habe ich das gemacht? Und ich so, nein, ich habe keine Ahnung. Ja, okay, so rede ich vielleicht nicht unbedingt mit mir selbst, aber... Naja, ich hoffe mal, ich schaffe das jetzt. Man muss sich ja eigentlich nur ein bisschen konzentrieren. Hab keine Ahnung, warum das für mich so eine große Sache ist, mich 2 Sekunden auf etwas zu konzentrieren. Egal, ist auf jeden Fall für mich eine schwierige Sache. Jetzt habe ich aber 2 Keys, wunderbar. Nicht, dass ich wieder den einen Key vergesse. Ich habe keine Ahnung überhaupt, wo ich lang muss. Das ist prinzipiell eine gute Sache. Nicht zu wissen, wo man lang muss. Ich lasse mich einfach mal gerade hier runterfallen. Und dann... Ich habe einfach keine Trick-Jumps in diesem Spiel drauf. Wirklich nicht. Ich glaube, ich bin der schlechteste Spieler von den Teilen 1 bis 3. Wirklich. Also der absolut schrecklichste Spieler. Heilige Mutter Gottes. Kann das Level einfach bitte zu Ende sein? Weil... aus Gründen. Ich sehe nichts. Ich sehe absolut gar nichts. Was ist da unten? Ich sehe es doch nicht. Okay, ich bin offensichtlich auch absolut falsch gelaufen. Wunderbares Level. Wunderbares Level würde ich nicht nochmal spielen.
Mal abgesehen davon, dass ich es wahrscheinlich nochmal spielen muss. Gott, oh Gott, oh Gott. Ach. Ich muss aber auch zugeben, ich sehe es teilweise auch einfach nicht. Also. Hä? Aha, ah, ja, jetzt sehe ich es dazwischen. Hier muss ich unten durch. Wunderbar. Es ist absoluter Käse, da durchzukommen. Vor allem. Nein, nein, Moment. Das war eigentlich alles. Es ist absoluter Käse, da durchzukommen. So, Wunder. Wo auch immer der Job gerade herkam. Ich glaube, ich habe die Stelle noch nie so schnell geschafft, dass ich den Job hätte sehen können. Mehr hole ich an dieser Stelle nicht, weil. Warum auch? Ganz ehrlich. Warum sollte ich? Hier benutze ich immer diesen wunderbaren kleinen Trick, der wahrscheinlich kein Trick ist, sondern einfach nur Mumpitz. Und ja, Mumpitz ist einer meiner Lieblingswörter überhaupt. Beschreibt mein Leben ganz gut eigentlich. Mein Leben. Okay! Da unten rechts ist absolut nichts. Das habe ich gesehen. Da unten sind nur Punkte. Ich bin da gestorben. Ich habe das gesehen. Da sind. Nein, 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 nein. Was tust du da? Mann von so welches Netzwerk? Okay, meine Katze. Wartet mal ganz kurz. Dafür pausiere ich nicht. Ich pausiere doch nicht schon, wenn ich 22 Minuten lang spiele. Hey, kleines Kätzchen. Wie kann ich dir behilflich sein? Offensichtlich gar nicht. Springt direkt aufs Bett. Auf die Kuscheldecke. Ja, wie macht der Mann von so welches Netzwerk das? Mann von so welches Netzwerk hat keine Ahnung, wie er es machen will. Weil von keine Ahnung hat der Mann von Shikari Netzwerk ehrlich gesagt ziemlich viel. Okay, hoch war falsch. Unten rechts war auch falsch. Also ist unten links die richtige Wahl? Ich habe keine Ahnung. Ist da was oder ist da nichts? Ich will nicht. Okay, da ist was. Hätte ich jetzt. Wäre da der Tod gewesen? Ich glaube, ich hätte einfach nur geweint. Okay, da ist eine Tür. Das ist hilfreich. Das sind nur Punkte, die ignoriere ich einfach mal. Wozu brauche ich eigentlich den Schlüssel? Ich kann auch mich einfach dazwischen durchfallen lassen. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse. Ne, Moment, das ist falsch. Ich hasse diesen Mod. Ich hasse diesen Mod. Und ja, ich habe mir gedacht gehabt, ach komm, wegen dem Kirmeswochenende, was er eh versprochen, dass du noch ein bisschen Mondo Chrome spielst, weil der letzte Part schon etwas kürzer war. Aber dieser Part wird nicht länger werden, weil. Gott, dieses Level! Ich weiß nicht mal, was ich dazu sagen soll. Ich meine, klar, wenn ich erst ganz nach unten gegangen wäre, hätte ich vielleicht gesehen, dass da der Tod auf mich lauert. Aber ansonsten platziere die Dinge doch so, dass ich nicht irgendwie in den Tod stürzen kann. Vor allem, warum? Ich verstehe es nicht. Ich habe das Gefühl, dass mein Dasein so allgemein gerade Lust hat, mich zu quälen, und ich hoffe, meine Qual hat euch trotzdem irgendwie unterhalten, und ich guck mal, dass ich am Donnerstag direkt nochmal was mache. Am Donnerstag wird wahrscheinlich ein Run kommen, und wenn ich Lust und Zeit habe, kommt dann am Samstag endlich das lange versprochene Lore-Video. Ich hoffe, ich schafft das, wenn ich so huste wie heute, dann wahrscheinlich nicht. Werde nachher nochmal Medizin nehmen, weil ich muss ja trotzdem einigermaßen die Zeiten einhalten und hoffe, dass dann das wieder mit
ja, der Gesundheit wird. Ja. Und ich hoffe natürlich auch, dass andere Dinge werden. Ja. Irgendwie. Naja, ich hoffe, das war trotzdem einigermaßen unterhaltsam für euch. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, grüßt mir die Sonne und macht's gut.